die Entstehung einer Landbrücke zwischen einer persisch-schiitischen Landbrücke zwischen Afghanistan und dem Mittelmeer. Genau. Das war auch das amerikanische Grund des Eingreifens in Syrien, um Assad zu stürzen. Ja, aber nicht sehr erfolgreich. Die Frage ist ja wie aufrichtig, das versucht worden ist. Also, ich erinnere an das Eingreifen der Amerikaner im Irak, was ja eine Katastrophe war und was bis heute schwer zu verstehen ist. Dass die Amerikaner eine jahrhundertealte Herrschaft der Sunniten durch eine Herrschaft der Schiiten ersetzt haben, das konnte ich nicht begreifen und nie begreifen, weil die gleichen Schiiten von den Amerikanern im Iran als das Reich des Bösen verfolgt. Und im Jahre 1991 beim ersten Golfkrieg zunächst einmal zum Aufstand aufgerufen worden. Sie hat den ganzen Süden für sich besetzt. Und dann haben die Amerikaner Saddam Hussein die Möglichkeit gegeben, mit seiner Republikanergarde, seiner Elite, die nicht vernichtet waren, und mit Kampfhubschraubern diese Schiiten zusammenzuschießen. Ja, da sind wir bei dem Thema Irak angekommen. Da hat der Westen ja wirklich interveniert oder Amerika hat interveniert. Und die Hinterlassenschaft ist eine Katastrophe. Ja, da ist im Grunde eine beinahe komische Situation entstanden. Der erste Verwalter der Amerikaner, der sich auch wie ein Stadthalter, Paul Bremer, ein gut aussehender, aber extrem dummer Mann, hat dort gesagt, Demokratie, George W. glaubte ja an das, dass er in Bagdad ein Beamer auf Demokratie, ein Leuchtturm der Demokratie und das ein Domino-Effekt geben würde, also geht da alles kaputt. Und der hat dann gemeint, wir machen jetzt Fahnen. Und er jubelte, als er auch in den schiitischen Städten die verhüllten Frauen alle zur Wahl gingen. Warum sind die gegangen? Nicht weil Bäumer sie dazu fordert, sondern weil der Groß-Ayatollah al-Sistani ihm gesagt hat, er müsse zur Wahl gehen, damit die Schiiten im Parlament die Mehrheit sind. Und das ist eben der Grundfehler der Amerikaner. Und deswegen die Vorstellung, unsere Form der Demokratie auf andere Kulturkreise zu übertragen, ist ein purer Unsinn. Das sollten wir uns endlich aus dem Kopf haben. Unseres Modells regiert würde, wäre es am Ende. China braucht seine eigenen Strukturen. Man kann nicht 1,3 Milliarden Menschen führen, wie man die Bundesrepublik schlecht und recht durch die Krise führt.